Herzlich willkommen, liebe Studierende, zur dritten Sitzung unseres Seminars Sprache und Diskriminierung. Wir möchten uns heute mit dem Buch Sprache und Sein von Kübra Gümüşay beschäftigen. Übrigens darf ich dieses Video gerade zum zweiten Mal aufzeichnen. Ich habe das schon einmal eingesprochen, um dann beim Hochladen zu merken, dass er die Tonspur nicht aufgezeichnet hat. Das sind dann so die ganz neuen Tücken der Online-Lehre. Gut, ich möchte beginnen mit einer Rekapitulation des Stoffs der letzten Sitzung. Wir hatten gelesen den Text von Graumann-Wintermantel, Diskriminierende Sprechakte. Und die Perspektive von Graumann-Wintermantel ist die, dass sie Funktionen sozialer Diskriminierungen beschreiben und Sprechweisen, welche Diskriminierungen ermöglichen. Und zwar, das ist das Interessante daran, unabhängig von der Frage, ob diese Diskriminierungen absichtlich geschehen oder nicht, die Funktionen, die sie benennen, trennen, distanzieren, akzentuieren, abwerten und festschreiben, die funktionieren so, wie sie funktionieren, gänzlich unabhängig davon, ob das absichtlich geschieht oder nicht, passt insofern auch ganz gut zu Ihrer Rückmeldung auf meine Frage bei der ersten Sitzung, ob eigentlich Absicht ein Kriterium sein sollte für Diskriminierung. Und die meisten von Ihnen hatten das ja verneint, denn ausgrenzend, verletzend und tradierte Denkmuster normalisierend wirken diskriminierende Äußerungen auch dann, wenn sie unbewusst und ohne Absicht geschehen. Eine weitere Unterscheidung von Graumann-Wintermantel ist die zwischen impliziten und expliziten Diskriminierungen sowie auch zwischen indirekten und direkten Diskriminierungen. Das letzte bezieht sich vor allem auf die Adressierungen, ob die diskriminierten Personen selber direkt angesprochen werden oder ob möglicherweise sogar in ihrer Abwesenheit nur über sie gesprochen wird. Wir hatten auch uns den Unterschied vergegenwärtigt zwischen persönlichen Beleidigungen und gruppenbezogenen Herabsetzungen, welche da sind eben Diskriminierungen, und auch Hate Speech lässt sich dadurch kennzeichnen, dass es sich um gruppenbezogene Abwertungen handelt. Sei es entweder so, dass Personen qua Zugehörigkeit zu einer Gruppe herabgewürdigt werden, oder so, dass eben dadurch dann auch alle anderen Mitglieder dieser Gruppe ebenfalls pauschal herabgewürdigt werden. Ja, und diese Gruppenbezogenheit unterscheidet es von persönlichen Beleidigungen, wie zum Beispiel du Arschloch. Ich hatte sie dann gebeten, in der Gruppenarbeit sich Kommentare anzuschauen von der rechtsextremen Internetseite PI News, die wir beschreiben können als definitiv explizite Diskriminierung, allerdings indirekte in der Terminologie von Graumann-Wintermantel, der ja nur über Personen geschrieben wird. Und ich hatte sie gebeten, sich zu überlegen, ob und inwiefern man die Kriterien von diese fünf Funktionen von Graumann-Wintermantel hier wiederfinden kann und welche Formulierungen es genau sind, welche zu den einzelnen Funktionen passen. Dazu habe ich von Ihnen ausgesprochen differenzierte, ausführliche und klug beobachtende Rückmeldungen bekommen. Meinen herzlichen Dank dafür. Die wichtigsten Punkte möchte ich zusammenfassen. Zunächst mal vorab, viele der Gruppen hatten Schwierigkeiten geäußert, die einzelnen Funktionen voneinander abzutrennen. Und das ist auch erstens völlig richtig. Es ist tatsächlich schwierig und ist auch nicht überraschend, denn solche Kategorien sind immer analytische Unterscheidungen. Da geht es immer um ein mehr oder weniger und es sind keine strikten Grenzen, die da zu ziehen sind. Aber ich möchte die wichtigsten Ergebnisse von Ihnen hier zusammenfassen. Die Funktion des Trennens, da haben die allermeisten von Ihnen verwiesen auf die Wir-Formulierungen. Wir waren wachsam, wir Normale, besonders unsere Kinder, womit erstens die Wir-Gruppe konturiert und zweitens von der Out-Group eben abgetrennt wird. Und damit implizit natürlich auch mit transportiert wird, dass die anderen eben die Unnormalen sind. Aber auch so eine Formulierung wie Frauen im Gegensatz zum Mann nehmen natürlich so eine Trennung vor.
Viele Gruppen haben die nächste Funktion, die des Distanzierens, gemeinsam mit Trennen verhandelt, weil es sich tatsächlich schwer voneinander klar abtrennen lässt. Sobald getrennt wird, wird auch distanziert, auch durch sowas wie das hier Normalität und auf der anderen Seite Anormalität gesehen wird. Aber ich möchte noch auf diese Formulierung hier hinweisen. Solange, so heißt es in einem Text, solange Homosexuelle nicht an Kinder gehen und sie in Ruhe lassen. Bei Graumann Wintermantel heißt es, dass eine Äußerungsweise, also wie sich diskriminierende Einstellung äußert, ist in dem Wunsch zu sehen, mit der diskriminierten Gruppe möglichst nichts zu tun zu haben. Und genau dieses hier auf Distanz gehen, ein gezieltes Distanzieren, können wir auch hier in dieser Formulierung, denke ich, ganz gut sehen. Besonders ausführlich waren Ihre Analysen bei dieser Funktion der des Akzentuierens. Von Graumann-Wintermantel wird es ja noch genauer beschrieben als das Übertreiben von Unterschieden und das Polarisieren. Sehr schön fand ich die Beobachtung von zwei Gruppen, die hier den Ausdruck Homo-Unterricht angeführt haben, mit dem Argument, dass durch den Ausdruck Homo-Unterricht suggeriert wird, dass diese Lehrperson allein deswegen, weil sie homosexuell ist, auch in ihrem unterrichtlichen Handeln durch und durch geprägt sei. Dass sie also gar keinen normalen Unterricht machen könnte, sondern insgesamt eben homosexuell geprägt sei in allem, was sie auch als Lehrperson tut. Und das ist natürlich genau das, was Graumann-Wintermantel meinen, als ein Übertreiben von Unterschieden. Umgekehrt müsste man ja sagen, dann ist alles, was normale Lehrer und Lehrerinnen tun, Hetero-Unterricht, dass genau das nicht gesagt wird, wird uns gleich noch bei Kübra Gümüşay beschäftigen. Aber auch hier sowas wie, viele Schwule sind nur einmal Päderasten, dass man ständig mit Homosex belästigt wird, Frauen leben im Gegensatz zum Mann vom unterwürfigen Instinkt. Das sind solche pauschalen Zuschreibungen, die immer auch dazu dienen, es als Abweichung von der eigentlichen Norm zu kennzeichnen. Das heißt ja hier explizit, Frauen leben im Gegensatz zum Mann und so weiter. Interessant ist auch die Formulierung Homo-Unterwanderung und unter dem Feminismus darf man nicht zugeben. Das haben auch einige Gruppen erkannt oder darauf hingewiesen, dass es hier zu einer Darstellung kommt, als ob die eigentlich marginalisierten Gruppen der Homosexuellen und hier der feministisch aktiven Frauen, dass die eigentlich längst organisiert vorgehen und eigentlich längst zu der in Wirklichkeit machtausübenden Gruppe geworden sind. Hier heißt es unter dem Feminismus, also eigentlich haben sie schon die Kontrolle über alle anderen übernommen. Und das grenzt an solche verschwörungstheoretischen Phantasmen, dass es da so ein Kollektiv gibt, was im Hintergrund die Fäden zieht, was ja auch bei Graumann-Wintermantel schon hier unter Akzentuieren gefasst wurde. Abwerten, natürlich sind die Texte insgesamt abwertend, aber wir finden auch einzelne Ausdrücke, wo es besonders deutlich zum Ausdruck kommt, sowas wie Schwuli, Frauenabschaum, aber auch hier diese negativen Zuschreibungen, Sülzte sie voll, können hierunter gefasst werden. Festschreiben, das ist wiederum eine Funktion, die sich stark überschneidet mit Akzentuieren, beziehungsweise so formuliert, vieles, was sich hier anführen lässt, lässt sich auch bei Akzentuieren einordnen. Beim Festschreiben geht es aber eben darum, dass hier bestimmte Eigenschaften den Personen angeheftet werden und so getan wird, als würden diese Eigenschaften diesen Personen qua Gruppenzugehörigkeit dauerhaft und unverrückbar zukommen. Eben viele Schwule sind nun einmal, Frauen sind emotional, sind nun mal generell für ein solches Verhalten prädestiniert. Und es sind natürlich gerade solche Eigenschaften, die hier zugewiesen werden, die dann als Rechtfertigung dienen für die Ausgrenzung und für die Abwertung. Insofern hat Festschreiben diese Tendenz, Diskriminierungen zu stützen und zu rechtfertigen. Es gibt noch zwei weitere Beobachtungen aus der Gruppenarbeit, die ich hier gerne anführen möchte.
Es gibt das Argument, was eine Gruppe sehr schön das Wutbürger-Argument bezeichnet hat. Die Idee, dass die Meinungsfreiheit zusehends eingeschränkt wird durch antidiskriminatorische Positionen. Ja, wenn es dann heißt, dass man unter dem Feminismus gar nicht mehr die eigentlichen Tatsachen überhaupt benennen darf. Ja, und dann gibt es ja eben die eigentlich auf das Erkennen und auf das Beseitigen von Sexismus ausgerichtete feministische Position, die dann selbst wiederum als machtausübend und einschränkend attackiert wird. Ein ganz klassisches reaktives Argument auf antidiskriminatorische Bemühungen, wo es auch viel um Verteidigung von bisherigen Privilegien der Sagbarkeit geht und so weiter. Wir werden das im Kurs noch mehrfach besprechen. Dann haben wir noch eine andere interessante Beobachtung, habe ich gefunden in Ihren Antworten, diese eigentümliche Passage, wo der homosexuelle evangelische Pfarrer war das, glaube ich, als frauenverachtend bezeichnet wird. Na, das ist ja wiederum selbst eine Form der Diskriminierung, die frauenverachtend, die wird hier thematisiert. Sie wird allerdings auf eine funktionalisierte Art und Weise thematisiert, indem nämlich das wiederum verpackt wird, eine selbst wiederum pauschalisierende und diskriminierende Äußerung, dass nämlich der Pfarrer qua seiner Homosexualität oder es sei Ausdruck seiner Homosexualität, dass er frauenverachtend ist. Wir finden ein ganz ähnliches Argument auch im Migrationsdiskurs häufiger, wenn es heißt, dass alle Muslime Frauenhasser sind, dass alle Muslime homophob sind, dass alle Muslime antisemitisch sind. Hier werden also Diskriminierungsformen benannt, aber nur zum Zwecke, um das wiederum zum Gegenstand von pauschalen und diskriminierenden Äußerungen zu machen. Noch eine Sache möchte ich ergänzen. Es gibt solche Formulierungen wie, das war so ein Spinner. Frauen, Schwule sind nun mal. Mir geht es um das so ein und nun mal. Formulierungen, die auf so eine Art Vorwissen verweisen, an ein Vorwissen appellieren. Wir wissen ja, was das für welche sind. Ne? Oder ja, und genau, und dann formulieren Graumann und Wintermantel sehr schön, genau passend dazu, wenn eine Person typisiert wird, wissen wir, mit wem oder womit wir es zu tun haben und wie wir uns in Zukunft verhalten müssen, wenn wir auf ein typisches Beispiel dieser Kategorie treffen. Ja, also genau dieses vorurteilshafte Wissen spielt immer mit rein in solche pauschalen Kategorisierungen und Diskriminierungen. Und gerade in so einer Formulierung wie so ein Spinner, da haben wir genau das, dass er hier zugewiesen wird, erkannt wird als ein typisches Beispiel, ein typischer Vertreter seiner Kategorie, über die man ja eigentlich schon genauestens Bescheid weiß. Ja? Also hier zwei Beispiele, wie man an sehr subtilen sprachlichen Formulierungen schon sehen kann, wie hier Diskriminierung sozusagen einsetzen kann, sprachlich. Gut, wollen uns dann also beschäftigen mit dem Buch Sprache und Sein von Kübra Gümüşay. Ich kann das allen sehr zur Lektüre empfehlen, aber wir haben jetzt vor allem diese zwei Kapitel zum Gegenstand. Einmal die Lücke ist politisch und einmal der Absolutheitsglaube. Ich möchte die wesentlichen Punkte kurz zusammenfassen und dann einige Diskussionsanregungen geben für die Diskussion nachher im Plenum. Das Thema von Gümüşay ist das diskriminatorische Potenzial von typisierenden Benennungen, wie sie das nennt. Wir haben das im Seminar bisher vor allem Gruppenbezeichnungen genannt. Darum geht es, ja, dass Gruppen als solche typisierend bezeichnet werden. Und das Argument von Gümüşay ist, dass in solche typisierenden Benennungen immer schon Perspektiven eingelassen sind. Die können historisch überkommen sein und tradiert sein. Beim Beispiel des N-Worts ist es so, da sind koloniale Denkmuster und entsprechende Herrschaftsverhältnisse schon eingelassen. Aber auch sonst werden, wenn wir über Personengruppen typisieren, sprechen, passiert das meist aus einer bestimmten Perspektive heraus. Und typischer und normalerweise ist es eben die Perspektive der Mehrheitsgesellschaft, welche überhaupt
das Recht hat und die Macht hat, solche Typisierungen vorzunehmen. Und der Punkt ist nun, das benennen zu dürfen, ohne selbst wiederum benannt zu werden, das ist ein Privileg, was in erster Linie der Mehrheitsgesellschaft zukommt und eben Ausdruck von Machtpositionen ist. Das heißt, überhaupt die Grenzen ziehen zu können und Gruppen einteilen zu können und die Bezeichnungen prägen zu können und weiter tradieren zu können, nach denen der Rest der Bevölkerung eingeteilt wird, das ist ein Privileg der Mehrheitsgesellschaft. Beziehungsweise auf der anderen Seite, das ist der Punkt, an dem Personen, die nicht der Mehrheitsgesellschaft angehören, immer schon potenziellen Diskriminierungen ausgesetzt sind, so Gümüşay. Im gleichen Buch gibt es ein schönes Kapitel mit dem Titel Individualität als Privileg. Und das trifft genau den Punkt. Ja? Also nur als Individuum wahrgenommen zu werden und nicht zuvorderst als Vertreter einer bestimmten Gruppe wahrgenommen zu werden. Das ist ein Privileg, was wir hier in unserem Kurs als weiße Deutsche in Deutschland lebend eigentlich alle haben. Ein Privileg, was aber anderen Bevölkerungsgruppenmitgliedern so nicht zukommt. Ja, die werden eben zunächst und in erster Linie einmal als MigrantInnen zum Beispiel erkannt. Ja, und als solche auch pauschal vorab beurteilt, ob wir damit böse Absichten verbinden oder auch nicht. Das heißt, das gibt eine sehr grundlegende und abstrakte Grundlage für Diskriminierungen, nämlich das Ansetzen von Kategorien und Beschreibungsmaßstäben, und zwar in solches Ansetzen, was unreflektiert geschieht. Ja, und wenn diese Kategorien verabsolutiert werden, aus einer Machtposition heraus, das schafft ganz allgemein schon die Grundlage für Diskriminierungen. So ist im Kern das Argument. Allerdings ist es so, dass wir nicht nur in eine Falle tappen, wenn wir Sprache verwenden, auch wenn es diese Fallstricke gibt. Nämlich es ist auch so, dass Diskriminierungen ja benannt, also können selbst auch benannt und so auch bewusst gemacht werden. Und es können auch Selbstbenennungen Berücksichtigung finden im Sprechen über gesellschaftliche Gruppen. Also so sehr Sprache diskriminatorisches Potenzial hat, so sehr kann es auch als antidiskriminierendes Mittel wiederum eingesetzt werden. Ja, das ist dann das, was Gümüşay in ihrem Buch das freie Sprechen nennt. Als Diskussionsanregungen möchte ich mal vorschlagen, aber wir können auch Ihre Anregungen gerne aufnehmen, aber ich finde es interessant, sich zu fragen, aus welcher Perspektive Gümüşay eigentlich schreibt, auch gerade im Vergleich zu Graumann-Wintermantel und wie das die Thematisierung von solchen Dingen wie Diskriminierung, Perspektivität, Standards und so weiter prägt. Wir können auch nochmal aus einer linguistischen Perspektive darüber sprechen, was Gümüşay zufolge Sprache eigentlich ermöglicht und was sie zugleich verhindert, zumindest von der Potenz der Sprache her. Und schließlich könnten wir uns die Tweets mit dem Hashtag Schauhin einmal genauer anschauen und uns fragen, warum und inwiefern die dort geschilderten Äußerungen eigentlich diskriminierend sind. Das mal drei mögliche Themen, über die wir gleich sprechen können. Dann möchte ich noch ein weiteres, eher methodisches Lernziel dieses Kurses hier ansprechen. Und zwar möchte ich vorschlagen, dass wir uns gemeinsam einarbeiten in die kollaborative Literaturverwaltung mit Zotero. Zotero ist eine Literaturverwaltungssoftware, die kostenlos ist und im Gegensatz zu Citavi auch für Mac verfügbar ist, also plattformübergreifend. Und es gibt die ganz tolle Funktion Zotero Groups, wo wir eine Bibliothek gemeinsam erstellen und auch gemeinsam erweitern können, mit dem Ziel, dass wir unsere Rechercheergebnisse, die wir jetzt im Laufe des Semesters anhäufen werden, gemeinsam teilen, dass sie nicht auf unseren privaten Festplatten verbleiben, sondern wir alle was davon haben können. Wir können das dann auch nutzen, um Literaturverweise automatisiert zu erstellen mit dieser Software und auch Literaturverzeichnisse. Das wird für unsere gemeinsame Arbeit an den Wiki-Einträgen wichtig und eine zeitsparende Ressource sein.
Und das Ganze lässt sich gut verknüpfen mit der Recherche in bibliografischen Datenbanken, hier die Bibliography of Linguistic Literature, BLLDB Online, die ich hier einmal kurz zeigen möchte. Aber zunächst mal, hier ist meine Zotero-Bibliothek, so sieht die aus. Hier sind alle meine 1616 Einträge, die ich in den letzten Jahren schon versammelt habe. Und hier habe ich diese Gruppe Sprache und Diskriminierung, zu der manche von Ihnen schon beigetreten sind. Wenn Sie Member sind und sich hier über dieses Icon synchronisieren, dann haben Sie diese Einträge bei sich auch schon in der Datenbank, können dann darin recherchieren und können aber auch selber dazu beitragen, indem Sie einfach dann neue Einträge hier einfügen, und das wird dann mit allen anderen Rechnern wiederum synchronisiert, mit allen anderen Rechnern, die auch Mitglied in dieser Gruppe sind. Ich habe auch hier schon mal erste Kategorien eingesetzt. Wir haben jetzt hier zum Beispiel Texte zum Thema Rassismus, Antisemitismus, Homofeindlichkeit und so weiter. Und wir können jetzt recherchieren in der BLLDB. Die ist, ich muss mich mal hier einloggen, in den VPN-Client. Jetzt bin ich verbunden mit dem Uninetz. Nochmal von vorne. Jetzt habe ich hier den Vollzugriff. Und jetzt können wir hier suchen nach Diskriminierung. Ich habe es natürlich vorher ausprobiert. Sprache und Sein sehen wir gleich zuerst. Wir können das jetzt hier noch eingrenzen auf Zeitschriftenartikel. Und das Tolle ist, an dieser Datenbank, überall wo wir so eine Ampel haben, sind auch PDFs im Netz verfügbar, bei einer grünen Ampel als Open Source, Open Access meine ich, und bei Gelb immerhin so, dass wir über die Universitätsbibliothek den Artikel lizenziert haben. Und das ist auch interessant, hier geht es um Microaggressions, Speech Acts, den können wir mal aufrufen. Hier über dieses Icon kommt man jetzt zu dieser Seite und kann sich dann wiederum durchklicken zum lizenzierten Volltext. Das dauert jetzt ein bisschen, denn die De Kreuter-Seite ist langsam. Genau. Hier ist der Text. Wenn wir jetzt nochmals hier draufklicken, öffnet sich das im großen Browser. Das hat einen Vorteil, den ich gleich zeigen möchte, denn ich habe das Chrome-Plugin installiert und kann jetzt hier auf dieses Icon klicken, und jetzt speichert er automatisiert die bibliografische Angabe in meine Literaturdatenbank und hat auch gleich das PDF geladen. Das PDF synchronisiert jetzt nicht mit allen Gruppenmitgliedern, das müssen Sie sich noch selber holen, aber zumindest die Literaturangabe auch hier mit Abstracts und wo ist es erschienen, Seitenangabe, das ist jetzt schon bei Ihnen direkt in Ihrer eigenen Datenbank verfügbar. Und das würde ich mich freuen, wenn wir alle gemeinsam damit arbeiten, wenn wir, Sie bekommen dann von mir noch eine Rechercheaufgabe und dass wir dann alle gemeinsam diese Literaturdatenbank auffüllen das Semester über und hoffentlich dann doch zu einer sehr stattlich bestückten thematischen Bibliografie kommen werden. Das wäre es von mir für heute. Wir sehen uns gleich im Kurs. Vielen Dank und tschüss.